Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich schminke mich jetzt um 6 Uhr abends und gehe nicht aus dem Haus. Ich habe einfach nur Bock. Die Kinder sind nicht zu Hause und ich habe Zeit. Und ich dachte, wir machen ein pinkes, bordeauxfarbenes Smoky Eyes für den Herbst. Es ist zwar Sommer und 40 Grad gefühlt, also ich habe 28 Grad in der Wohnung. Aber es ist angenehmer als heute Morgen mit 26 Grad. Deswegen habe ich gedacht, fangen wir an mit der Jaclyn Hill Palette. Ich möchte ja ein paar Looks mit euch schminken und ich habe noch nicht diese Farben hier benutzt und ich würde gerne damit so ein bisschen smoky gehen. Ich habe bei ihr das so ein bisschen abgeguckt. Das ist das Foto, das Ausgangsfoto. Ich möchte es aber nicht so weit unten rausziehen. Ich finde das persönlich nicht so schön. Es gefällt mir einfach nicht. Aber ich versuche so schön wie möglich für mich halt eben zu arbeiten. Ich trage mir natürlich eine Base auf. Meine Base ist jetzt von Zu Eva. Ja. Tat mal, ich habe einen neuen Pinsel bekommen von meiner Freundin zum Geburtstag. Die hat so ein süßes Geschenk mir gemacht. Das fand ich so, so süß. Mit Scheißegal-Pillen und so. Fand ich echt herrlich. Kann jeder Mensch nur gebrauchen. Vor allen Dingen ich. Ja. Sobald ich mich schminke, wird das mit der Schweißproduktion nur noch mehr. Ich habe aber jetzt Bock, den Scheiß mal auszuprobieren. Es geht mir schon langsam auf den Keks, dass man so ungerichtet ständig sein muss und nicht das austesten kann. Und eine neue Mascara testen wir. Ich hole sie nachher mal. Ich fange an mit der Palette von Jaclyn Hill Nummer 2. Ich musste sie haben. Sie war reduziert und ich musste sie auch mal testen. Ich finde ein bisschen ist sie zu ähnlich. Also diese drei Töne sind ähnlich. Man hätte sie kleiner gestalten können, also die Hälfte nehmen können und ein paar Farben raus. Wäre für mich auch in Ordnung gewesen. Ich fange an mit dem mittleren Ton hier. Kann man das sehen? Das ist so ein... Ja, ich würde so ein etwas dunklerer Hautfarbeton sagen. Und fange an. Wenn ich mir mein Schlupflid schminke, schminke ich das meistens einfach schon mit offenem Auge. Ich mache zwar zu, aber ich weiß schon, wo mein offenes Auge, also wenn ich es aufmache. Deswegen könnt ihr das gerade offen lassen, gerade ausgucken und dann, na, ihr könnt es euch so aufmalen und dann einfach Auge zumachen. Es geht auch. Ich weiß nicht, ich wollte ja so Anfangsvideos machen und so. Und mir ist einfach die Schwangerschaft dazwischen gekommen, sozusagen. Es ist alles so. Ja. Es läuft im Leben nicht immer so, wie man es gerne hätte. Wobei ich mich eigentlich nicht beklagen kann. So. Ich finde, ich muss unbedingt noch mehr Jeffree Star Paletten testen. Also ich würde gerne neue Jeffree Star Paletten testen. Ja. Würde ich gerne machen. Mal gucken. Dann nehme ich mir so ein fester gebundene Jeffree Star Pencil Brush. Er ist also so ein fester gebundener Blender Pinsel. Und gehe in diesen wunderschönen bordeauxfarbenen Ton rein. Das ist eher so Beeren. Habt ihr das gerade gesehen? Ich wurde gerade von einer Scheiße angegriffen. Die kotzen mich an, diese scheiß Wespen. Pack das mal eben da drauf. Ich klatsche die gleich weg. Also Bienen, ja, nee, muss nicht sein. Die sind wirklich helfer und nützlich und so. Aber Wespen gehen doch einen einfach nur auf den Sack und sind dieses Jahr einfach nur penetrant. Die stechen einfach unnötig und machen einfach alles Mögliche. Damit man sich einfach nur aufregt. Ich werde mir jetzt erstmal, hatte ich vergessen gehabt, einen schwarzen Kajalstift, also so ein Gel.
in die Wasserlinie bringen. Oben und unten noch Aber ich rum. finde, das muss sein. Also wenn man so mit Rot arbeitet und sowas oder mit Pink arbeitet, ich finde, man braucht das irgendwie schon. Hier staubt auch einiges, aber es ist jetzt nicht so hochdramatisch, sag ich mal. Es gibt schlimmere Paletten. Genau. Das können wir noch ausblenden nachher. So. Ich gehe jetzt in diesen Farbton hier. Oh, hello. Und trage den hier hinten nochmal auf. Weil der halt eben ein bisschen dunkler ist. Und eher so in das Bordeaux, in dieses weinrote Bordeaux geht. Das andere war die Farbe Dance Party. Also es ist jetzt mal gar nichts hier mit Dance Party. Genau. Ich bin super gespannt, wie ich danach aussehe. Es sieht gerade einfach aus, als wäre ich eine Junkie-Braut hoch 10. Ich sehe einfach scheiße gerade aus. Ich sehe dermaßen scheiße aus. Ich wollte hier noch so einen Schimmerton nehmen, so einen bordeauxfarbenen Schimmerton. Mal gucken. Ich nehme natürlich meinen Braunton, den ich am Anfang genommen habe. Den hätte ich einfach lassen können. Dann brauche ich so ein Pencilbrush und gehe in diesen highlighterfarbenen Ton rein. Das ist die zweite Farbe aus der Palette. Das ist ein heller Ton mit einem Rosé-Einschlag. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Es hat so einen rosa Einschlag. Wir kümmern uns gleich ums bewegliche Lid. Ich möchte jetzt erstmal meinen Innenwinkel bearbeiten. Das mache ich auch so verwirrend, wenn ich mich alleine schminke. Also für den einen oder anderen mag das verwirrend sein. Aber auf das bewegliche Lid kann ich ja immer noch was draufpacken, ne? So, Popel brauchen wir nicht unbedingt. Leider, wie gesagt, kam ich jetzt irgendwie nicht dazu, um Videos zu drehen, aber ich mach's ja gerne und ich kämpfe mit mir einfach wahnsinnig. Ich habe jetzt den ganzen Tag rumgelegen, weil ich, ja, ich bin Schwangerschaftsdiabetiker. Was für eine Freude, wirklich. Ich weiß nicht, warum man sowas erfunden hat, der scheiß Körper. Wir haben mich wochenlang versucht einzustellen und uns einfach, oh. Einfach zu viele Einheiten meines Lebens. Es kostet einfach so viel Zeit, das alles irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja. Deswegen, es ist halt, wie es ist. Ich nehme einen Pinsel. Das ist von Zoeva so der 234 Smoky Shader. Und gehe in das rote. Und dieses bordeauxfarbene Pigment. Oh. So schön. Das heißt Empowered oder so was in der Art. Und das gebe ich mir jetzt einfach drauf. Um ehrlich zu sein, diese Palette ist so schön. Also sie gefällt mir wirklich gut. Warum kann sie nicht einfach in kleiner machen? Ich verstehe nicht, warum man immer so riesen Paletten rausbringen muss. Die kann ich doch nicht mitnehmen irgendwo. Also ich meine, habe ich jetzt auch gemacht. Ich konnte sie. Eigentlich ist es kein Thema, sie mitzunehmen. Hatte ich ja auch im Handgepäck, also um ehrlich zu sein. Außer zurück, da habe ich sie geschickt. Wenn ihr innerhalb von Deutschland verreist, schickt einfach euer Paket über Hermes 2 Tage vorher. Dann, wenn ihr ankommt, ist es genau an demselben Tag da. So, dann möchte ich ein bisschen Fokus. Focus, focus. Ich brauche
Zahnstäbchen. Wisst ihr, das ist so unbequem mit Babybauch. Baby, Baby, Baby. Ich finde es super schön, wie das auf dem Auge aussieht, auch das im Innenwinkel. Ich möchte noch so ein und Get Ready With Me möchte ich dazu packen. Oder so ein lila Ton. Und zwar lila hier unten. Also zwischen dem roten. Ich nehme so einen ganz kleinen Pinsel, so einen ganz kleinen flach gebundenen, ja, 2,8 Precise Shader und gehe in das Lilane hier rein und trage mir das Lila. Ich versuche mal erstmal mit dem matten Lila klar zu kommen, weil ich finde, ich selber, wenn Lila im Spiel ist, leuchten meine Augen noch mehr grün. Also vor allen Dingen mit diesen, also Lila ist absolut meins, ne? Meine Mutter zum Beispiel, der steht grün ein, unheimlich, aber sie hat auch leuchtend grüne, also wirklich leuchtende. Leuchtende Augen. Also unheimlich toll, diese Kombination gefällt mir gerade mega gut. So, okay. Eigentlich bräuchte ich ein Ohrenstäbchen. Ich habe so ziemlich fast jede Farbe schon benutzt. 2, 3, 4, 5, 6 Farben vielleicht nicht. Aber das sind 35 Farben, soweit ich weiß. Und ja, was will man mehr, ne? Jetzt tue ich mal ein bisschen mit Puder. Schade eigentlich, weil meine Visage komplett dieses Puder riecht einfach wie Oma und am Arm. Also ich rate euch, wenn ihr mit so roten Tönen arbeitet, einfach in euer Augen-Make-up erst zu machen und dann Farbe aufzutragen. Aber es geht. Es geht. Wir kriegen es noch hin. Also, naja, feiern gehen würde ich vielleicht nicht unbedingt mit so viel Glitzer im Gesicht. Schaut mal, wie geil es einfach aussieht. So, dann ziehe ich mir mal einen Lidstrich. Das mache ich mit dem hier. Und zuerst mache ich mal meine Lippen. Meine Lippen mache ich mit nicht dem hier. Ich möchte auch sowas so doof haben, dass sowas. Ja, genau, wie mein Nagellack. Ah, das ist die Farbe Yummy Berry von Essence. 03. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 13 Minuten. Gut, ich habe mal mein Gesicht nicht gemacht, ne? Das hatte ich ja schon vorher. Es dauert einfach alles zu lange und der Akku ist dann auch leer. Ich hatte einen Pinsel benutzt. Das sieht einfach so geil aus. Das sieht einfach so scheiße aus auf den Lippen. In mir, also meine Tochter, die in meinem Bauch gerade wächst, ist unmöglich. Ich möchte ein Video drehen, wie sie sich bewegt in meinem Ranzen. Was macht das Kind? Der stoppt einfach. Jedes Mal, wenn ich ein Video von ihr machen will, will sie sich nicht bewegen. So, ich finde es einfach gigantisch schön.
Scheiße, gigantisch schön. Diese Aussagen passen mal gar nicht mit. Sie sind mal gar nicht miteinander verwandt. Also ich weiß nicht, ob das gleich ist. Also dieser Rahmen muss auf jeden Fall geschaffen sein. So. Und doch, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hole mal, würde ich sagen. Von Catrice und wir testen sie mal zusammen aus. So, ich bin wieder da. Nachgekauft habe ich mir die Lash Princess in Grün. Absolut Lieblingsbürstchen. So sieht's aus. Und neu am Testen bin ich die Iconista Lash Volumen 180% mehr und keine Ahnung was. Die sieht so aus. Sehr interessantes Bürstchen. Ich bin gespannt. Ich mag eigentlich keine Gummibürstchen, was mich einfach nervt. Ich habe so viele Jeffree Star Paletten. Also, ich habe zwei bestellt gehabt. Die Blue und die Blatt. Also die blaue und die rote. Die rote hat mir mega gut gefallen. Die blaue, ich kam noch nicht dazu. Es ist einfach Kackwetter, um sowas auszutesten. Aber ich bin, sobald es regnet oder sowas, schwinge ich mich sofort. Also ich bin dann hellhörig, habe so große Ohren, wenn es regnet. Also Mini-Bürstchen auf jeden Fall. Machen müssen. Aber vielleicht könnt ihr auch sehen, wie schwarz der Kajal ist und er sitzt einfach, ne? Ich brauche keine falschen Wimpern mit der Mascara. Ich mag das, wenn die so ein bisschen verklebt sind. Ich finde es schön. Leute, ich bin fertig für heute mit meiner Wilde hinaus. Dunkel, es ist ein Abendlook, würde ich sagen. Es ist eher, ja, dezent, nee, natürlich nicht. Aber es ist monoton. Wisst ihr, was ich meine? Es ist für mich kein Thema, so rauszugehen. Ich bin immer erstaunt, warum die Leute mich angucken, weil ich einfach vergesse, wie arg ich mit dann geschminkt bin. Ich finde aber, das macht wirklich viel. Das ist. Ja, hier müsste ich ein bisschen mehr verblenden. Es gefällt mir einfach unheimlich gut. Ich hoffe, euch auch. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was für ein Look ihr euch mit dieser Palette wünscht. Ich mache sie mal auf. Wollt ihr eher so einen Sonnenuntergang oder wollt ihr eher was Lilanes? Eher so dann für grüne Augen? Oder soll ich nochmal was dunkel, ein Smoky Eyes damit schminken? Also eher so braun-bordeauxfarbend. Wie gesagt, das ist eher so monoton in die Rotrichtung.
Ich kann auch was Frühlingsmäßiges. Ich habe ein paar Bilder auf Instagram gepostet gehabt. Fünf Looks, glaube ich, die ich mit der Palette und mit noch Creme-Lidschatten, aber die funktioniert auch sehr, sehr gut alleine, wie man sieht. Da schmiert auch nichts. Sie funktioniert einfach ganz gut, ja. Den Ton fand ich total schön. Also ich muss hier nochmal, ja, die Brauntöne, das sind halt Brauntöne. Das sind fast gleiche Brauntöne. Ich finde nur nicht, dass ich hier so gut in das Rote. Ja, das war's. Tageslicht. Ich habe aktuell Tageslicht, deswegen kann man das eigentlich ganz gut sehen, wie verschwitzt und alles Mögliche ich bin. Puh. Tolle Palette. Schaut euch die auf jeden Fall an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten. Ciao.